Wieder die fromme Theorie. Römer 12, Verse 9 bis 17. Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Wenn am Ende des 12. Kapitels des Römerbriefes steht, dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen, Vers 21, dann sind die Verse davor sozusagen der praktische Schlüssel, um durch dieses theoretische Eisentor hindurchzukommen. Gutes zu denken ersetzt nicht Gutes zu tun. Wo ist das Böse? Wir wissen aus der Bibel, dass das Böse mit der Person des Teufels einhergeht. Aber das Böse ist nicht nur eine Person, sondern kann auch eine Sache, ein Gedanke, ein Weg oder eine Tat sein. Es kann von außen, aber auch von innen kommen. Wir können böse Gedanken denken und unser Leib setzt dies dann um, wenn wir uns nicht bewusst dagegen entscheiden. Es ist das weltliche Prinzip, sich nichts gefallen zu lassen und Menschen, die uns zusetzen und unsympathisch sind, alles Mögliche zu wünschen, nur nichts Gutes. In Lukas 6, Verse 27 bis 33 schreibt der Apostel entsprechend: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, und wer dich auf eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar, und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass wir in unseren Gedanken immer nur liebevoll, demütig, zuvorkommend und friedlich sind. Schön wär's. Aber als Kinder Gottes sollen wir uns von allen anderen auch unterscheiden. Darum schreibt Paulus in Römer 12, 2: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir uns der Welt anpassen, können wir nichts unterscheiden und erfahren, was Gottes Wille ist. Es ist nicht leicht, anders zu sein und anders zu reagieren, und es kostet uns etwas, um nicht im Strom der Zeit und der Sünde und des Unglaubens mitgerissen zu werden. Als Christen sollen wir zum Frieden beitragen. Das bedeutet sicherlich nicht, dass wir nicht auch einmal kontrovers diskutieren können oder müssen oder immer friedlich sein müssen, wenn es um die Sache des Glaubens geht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich boshaft bin oder engagiert, oberlehrerhaft oder ehrlich und vermittelnd, ob ich aggressiv Ruhe einfordere oder sanftmütig bin und dadurch Frieden stifte. Und auch, ob ich nur am Jammern und Nörgeln bin oder dem Bösen durch Gutes den Kampf ansage, mich nicht vom Bösen vereinnahmen lasse, auch wenn es manchmal bequemer wäre. In Jakobus 3, 13 bis 18 steht herausfordernd Folgendes: Wer ist weise und klug unter euch?
der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittern Streit und Neid in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das Böse kommt von alleine, aber das Gute muss durch die Taten des Glaubens lebendig gemacht werden. Das ist auch der Grund dafür, warum der Glaube ohne die Tat tot ist. Jakobus 2,20. Wir stehen nicht alleine, sondern Gott weiß, dass wir oft auch schwach sind und wankelmütig. Darum dürfen wir Gott um Kraft bitten, ihm recht nachzufolgen und auch darüber hinaus, auch mitten im täglichen Leben kämpfen und überwinden und unsere Bestimmung finden. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, zu kurz zu kommen und als Mensch mit Bedürfnissen irgendwie zu versauern. Das ist eine Lüge des Teufels, wenn wir das so empfinden und sehen. Der Dienst für Gott und die Arbeit des Glaubens bringt Segen, definitiv, und mehr, als wir manchmal für möglich halten. Gott sieht unsere Mühen und auch unseren Willen, Gutes zu tun und das Richtige zu tun, und er wird uns auch die Wege führen, die wir gehen sollen, und uns auch Gelegenheiten geben, Gutes zu tun in seinem Sinne. Dafür hat er den Tag geschaffen und auch die Nacht, sodass wir auch zu jeder Zeit nach seinem Willen uns nach dem ausstrecken dürfen, was er vorbereitet hat, das wir tun sollen. Und Gott wird uns nicht vergessen. In der Bibel heißt es, er wird uns nicht verlassen und versäumen. Gott ist ein größerer und besserer Erkenner der Dinge, als wir das je begreifen und verstehen könnten. Gott sieht die Dinge auch über unser eigenes Verstehen hinaus. Wir dürfen wissen, dass Gott tatsächlich die Wege bereitet, auf denen wir laufen dürfen, jeden Tag. Und er hat uns auch gesetzt, dass wir für andere Menschen zum Segen sein dürfen, in dem, was wir tun, in dem, was wir sagen und auch in dem, was wir als Gebet formulieren können und was wir dann im Glauben vor den Thron Gottes hinlegen dürfen. Gott sieht uns und wir haben Mittel und Dinge in die Hand bekommen durch den Heiligen Geist, die wir auch nutzen dürfen und nutzen können und die mehr bewirken, als wir das oft begreifen können. Gott ist ein Gott der Gnade und der Liebe und er ist großzügig und barmherzig und das wird sich auch in unserem Leben zeigen dürfen, wenn wir unsere Nachfolge ernst nehmen, wenn wir aufmerksam und sensibel sind für die Dinge, die um uns herum geschehen, für andere Menschen, denen wir vielleicht auch im Sinne Gottes und nach seinem Wohlwollen etwas Gutes tun, etwas Gutes sagen dürfen, damit auch sie gestärkt werden in ihrem Glauben. Und wir haben das alle nötig. Wir leben in Zeiten, in denen es manchmal nicht so einfach ist, für seinen Glauben einzustehen und nach vorne zu blicken und die Dinge zu ertragen, die eben passieren in dieser Welt und in unserem Leben. Aber es ist ein guter Kampf des Glaubens und wir dürfen Gott bitten, dass er uns hilft, diesen Weg zu gehen, unser Kreuz auch auf uns zu nehmen und die Dinge auch zu ertragen, die uns begegnen. Alles wird letztlich dazu beitragen, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, auch was unsere Heiligung betrifft. Alle Dinge dienen uns zum Besten, Römer 8,28. Und das ist etwas, was nur Gott kann, der Allmächtige, der Allgegenwärtige und Allwissende. Und ihm dürfen wir vertrauen, jeden Tag. Es lohnt sich. Gott segne euch.